Schönen Nachmittag. Karten legen, Botschaften aus dem Jenseits oder der hellsichtige Blick in die Zukunft. Der Esoterikmarkt boomt. Die Frage ist, ob derartige Praktiken wirklich Hilfestellungen sein können bei lebenswichtigen Entscheidungen oder ob das doch eher nur Geldmacherei ist und letztendlich die Freiheit, Unsinn zu glauben. Darüber reden wir in der kommenden Stunde. Vielen Betrügern ist mein erster Gast auf die Schliche gekommen, und zwar den Betrügern in der Esoterikbranche. Hier ist die Helga, herzlich willkommen. Hallo. Hallo, liebe Helga. Hallo. Du hast dich lange Zeit eigentlich nicht mit Esoterik beschäftigt, bis zu deinem 40. Lebensjahr. Genau. Was ist da passiert? Das war 1997, hat sich mein Leben sehr verändert. Und zwar, ich bin alleinerziehende Mutter gewesen von zwei Kindern, von zwei Töchtern. Wunderbaren Töchtern, muss ich sagen, Gott sei Dank. Bin ich sehr froh und glücklich darüber. Hat sich einfach meine berufliche Laufbahn verändert. Aber dann hat es begonnen, wie meine ältere Tochter nach Wien gegangen ist. Es war eben im gleichen Jahr, 97 im Herbst. Und dann habe ich mich getröstet und habe gesagt, ach, ich habe eh noch eine Tochter, eine jüngere, die bleibt eh bei mir. Dem war aber auch nicht so. Ein halbes Jahr später ist auch sie gegangen. Und da bin ich in ein großes Loch gefallen. Ist mir bewusst geworden, dass ich plötzlich alleine bin. Genau, wie wenn der Partner einen verlässt. Ne? Genau. Ich habe zwar meine Arbeit gehabt, die hat mich sehr ausgefüllt, aber trotzdem, man ist allein. Und da bekam ich, wie aus dem Nichts, Panikattacken. Ich konnte nirgends mehr hingehen. Ich konnte mich nicht mehr unter Menschen bewegen. Es war einfach wirklich schlimm. Was hast du getan? Und meine Tochter hat damals einen italienischen Freund gehabt und seine Mutter hat sich mit Reiki beschäftigt. Mhm. Und sie hat zu mir gesagt, Mutti, bitte geh zu ihr, die kann dir sicher helfen. Reiki ist was genau? Chakrenausgleich, Energieaustausch. Mhm. Und da habe ich sie aufgesucht und ich habe gemerkt, dass es mir wirklich nach einiger Zeit besser ging. Mhm. Entschuldige, hat sie mit dir auch gesprochen oder hat sie nur die Hand aufgelegt? Gesprochen haben wir fast nichts. Also sie war jetzt nicht so die Therapeutin, sondern sie hat einfach nur jetzt einmal die Chakren ausgeglichen, damit ich wieder so in meine Balance komme. Und bei Chakren spricht man jetzt von Herzchakra? Genau, wir haben 7 Hauptchakren und dann einige Nebenchakren. Okay. Aber einfach diese Hauptchakren, dass die wieder in Fluss kommen, damit man sich wieder spürt. Mhm. Und so war der Einstieg. Eigentlich, sage ich jetzt einmal, in die Esoterik. Was kam denn als nächstes? Als nächstes kam der Wunsch nach einem Partner. Und dann habe ich mir gedacht, ich werde jetzt einmal so einen Wahrsager aufsuchen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann haben sie gesagt, ja, also nächstes halbes Jahr treffe ich jemanden und es wird halt die große Liebe sein und bla bla. Und siehe da, ein halbes Jahr ist vergangen und es hat sich gar nichts getan. Und ich war wirklich 21 Jahre alleine. Aber das war halt mein Weg. Das ist mein Seelenweg. Und so wie ihn halt jeder Mensch hat, man wünscht sich zu einem Partner. Aber warum der Wunsch dann doch nicht in Erfüllung geht, hat ja immer was mit mir selbst zu tun. Mhm. Entweder bin ich noch nicht bereit für diese Liebe, weil ich mich selbst noch nicht genug annehme und genug lieben kann. Dann sucht man immer im Außen. Und das war auch bei mir so, dass ich dann immer wieder im Außen gesucht habe, aber was sich ja eh nicht erfüllt hat. Und was hat dieser Wahrsager gemacht oder Wahrsagerin, wo du warst? Karten gelegt? Einfach Karten gelegt. Also da waren halt, ich habe 4, glaube ich, aufgesucht in 2 oder 3 Jahren. Aber dann, bis ich dann gemerkt habe, dass das eigentlich sinnlos ist. Mhm. Und bis ich dann zu einer Astrologin gegangen bin.
Das war dann wirklich so die Wende, sage ich jetzt einmal. Okay. Diese Astrologin hat mir nämlich gesagt, ich war immer so auf der Suche nach mir selbst. Ich habe ja so viel Geld ausgegeben für meine Persönlichkeit, um endlich zu wissen und zu erfahren, wer bin ich? Was ist meine Aufgabe hier auf Erden? Weißt du, wie viel du circa ausgegeben hast, rückblickend für diese ganzen... Viele, viele. Damals hat es noch Schilling gegeben, viele Tausende von Schillingen. Mhm. Aber das hat mir jetzt gar nicht einmal so... Das war mir das wichtig. Das war mir das einfach wert. Mhm. Weil ich deswegen auch der Mensch bin, der ich heute bin. Mhm. Und kann man auch sagen, dass es dir geholfen hat, der Mensch zu werden, der du bist? Ja. Oder hätte es auch eine Therapie gemacht oder getan, also einfach eine Psychotherapie? Ja, ich habe das ehrlich gesagt, diesen Gedanken habe ich nie gehabt. Mhm. Der Gedanke ist mir nie gekommen, so eine Therapie in Anspruch zu nehmen. Ich weiß nicht, wieso. Aha. Nicht deswegen, weil man oft sagt, naja, ich habe keinen Vogel. Ja, nein, war einfach Menschen, nicht so mein Impuls. Mhm. Okay. Und deswegen habe ich einfach da einen anderen Weg gewählt. Okay, wir reden gleich mit dir weiter, holen aber Ursula dazu. Ja. Eine Frau, die sich natürlich auch Gedanken gemacht hat über die Esoterik und die sagt, in Wirklichkeit sind das geschickte Geschäftemacher und die quasi einfach den Menschen geschickt lesen können. Hier ist die Ursula. Okay. Ursula, warum ist in deinen Augen Esoterik Geschäftemacherei? Also wenn ich mir jetzt gerade die Helga angehört habe, wenn sie sagt von Tausenden von Schilling oder Euro, es ist ja die Währung auch wirklich sekundär, weiß ich nicht, ob sie für sie nicht auch einen anderen Weg gegeben hätte, der kostensparender gewesen wäre. Es ist so spannend, ich würde überhaupt gerne mal wissen, was der Begriff Esoterik heute noch heißt. In alten Zeiten, kommt ja auch dem Griechischen, ist es nichts anderes als geheimes Wissen. Dieses geheime Wissen jetzt so in bare Münze zu koppeln, da habe ich ein bisschen ein Problem. Mhm. Dieses Wissen tragen wir ja alle in uns. Und ich sage einmal so, ich habe durch diese Ausbildungen viele, viele Menschen kennengelernt, die auch irgendwo das gleiche Schicksal oder ein ähnliches Schicksal gehabt haben. Man lernt ja immer voneinander. Und so habe ich auch von ihnen gelernt. Das war mir einfach wichtig. Und wenn man zu einem Therapeuten geht, ich meine, das ist ja auch etwas Wunderbares, aber dann habe ich halt einfach nur eine Meinung. Und so tauscht man sich einfach aus. Ursula, wer geht denn zu einem Esoteriker? Letztendlich jeder, der dran glauben möchte. Wobei ich soweit bin zu sagen, wenn es denn hilft, dann soll es recht sein. Ich selbst, aber Frauen sind nicht neugierig, sondern maximal wissbegierig. Daher habe ich das auch einmal über Karten lesen. Ich wollte einfach wissen, was der Geschichte. Ich habe selten so diametrale Botschaften bekommen wie dort. Hatte auch nicht wirklich das Gefühl, dass ich da jetzt auf irgendeinen Weg gebracht werde. Den Weg muss eh ich gehen mit mir selber. Gut, du seid einer Meinung. Genau. Ja, genau. Absolut. Aber ich hätte nicht das Gefühl, dass mein Weg in den Karten steht. Oder vielleicht hat sie der zwei, dreimal oder die Personen einfach verlesen. Absolut. Ah, recht. Du, was hat der oder die damals vorhergesehen bei dir? Also das war über Familie und Kinder und Mann und Nichtmann und also hanebücherne Berufswege, die waren einfach nicht sehr gescheit psychologisch gebildet, weil ein Guter erkennt an Gestik, an Mimik, du selbst gibst ja deine Geheimnisse preis. Und wenn der geschickt ist und ein bisschen gut geschult, dann findet er heraus, wo der Schuh drückt. Mhm. Helga. Also ich möchte dazu Folgendes sagen. Die meisten Menschen leben einfach entweder in der Vergangenheit oder weit in der Zukunft, aber weniger im Hier und Jetzt. Und wen interessiert, was kommt? Es ist einfach in diesem Annehmen, Akzeptieren und Tolerieren eine sehr große Kraft und Macht. So wie es kommt, so soll man es annehmen. Bei dir ist es so interessant, der Werdegang. Du bist da hingegangen, hast gemerkt, eigentlich ist es eine Abzocke und das hat dir nicht gefallen. Du hast viel Geld ausgegeben und heute machst du es ja selber irgendwie. Ja, aber ganz anders, bitte. Was machst du? Ich mache eine Lebensberatung. Eine Lebensberatung für Menschen, die jetzt kommen und sagen, so, ich stehe jetzt vor einer Entscheidung. Ich weiß nicht, soll ich diesen Weg gehen? Die Entscheidung kann ich Ihnen ja nicht abnehmen. Aber ich kann ihn unterstützen. Wie tust du das? Rat, zum Beispiel, ich kann einen Buchtipp geben. Oder ich frage, ist es hilfreich für dich zu meditieren, dass man mal sich selbst wieder findet, in die innere Balance geht.
Also so arbeite ich. Gefällt das der Ursula? Naja, jetzt sage ich, es ist an sich eine, letztendlich auch eine universitäre Ausbildung. Da brauchst du, um Lebensberater zu sein, einen Gewerbeschein. Das habe ich alles. Ja, da bin ich aber jetzt froh. Kann ich beruhigen, habe ich alles. Ich war gar nicht beunruhigt, liebe Helga. danke. Ich glaube schon, dass es schön ist und gut ist, wenn man Menschen hilft, seine Stärken zu stärken und die Schwächen in Stärken umzuwandeln. Dem kann ich durchaus. Gefällt mir gut. Da habe ich auch mal erfreut. Super, genau. Das macht auch ein guter Therapeut. Aber das hat nichts mit, für mich hat das überhaupt nichts mit Esoterik zu tun. Skeptisch ist auch die Petra. Sie muss oft zweimal hinhören, wenn Organe mit ihr sprechen. Hier ist die Petra. Petra, Organe sprechen mit dir? Wie geht das? Ja, die Helga hat schon einiges erzählt. Und bei mir ist es einfach von der Kindheit an so gewesen, dass ich mit verschiedensten Energien kommunizieren konnte. Habe aber dann im Laufe meiner Lebensjahre mehr oder weniger Angst davor gehabt, irgendwo durchzudrehen. Und habe das dann weggesteckt mit 21, nachdem ein Lebenspartner von mir gestorben ist und der jede Nacht gekommen ist. Und mein Körper hat immer sehr stark reagiert. Und was heißt, er ist jede Nacht gekommen? Ja, mit meiner Großmutter vorm Bett mehr oder weniger gestanden. Nur ich habe nicht verstanden, was sie von mir wollten. Was wissen die Toten? Was kann man von ihnen erfahren, so es sie gibt? Da gibt es zwei verschiedene. Die einen, wo man im Feld noch lesen kann, das, was der Mensch jemals gedacht und gefühlt hat, zu einem Bekannten, zu einem Verwandten, weil jeder Gedanke genauso Energie ist, jedes Gefühl, jeder Streit, ja, ist einfach noch da, bleibt auch da. Und auf der anderen Seite gibt es auch die Jenseitskontakte, wo ich in einen anderen Zustand gehe und die Seele entwickelt sich im Jenseits weiter. Ursula, hast du verstorbene Menschen, die du gerne was fragen würdest? Ja, aber wenn ich meinen Großvater heute frage, ob ich ihm gefallen wird, der Motschkan, weil er keine Jeans mochte, solange er gelebt hat, das weiß ich jetzt. Und ob ihm meine Frisur gefällt oder nicht, das ist mir eigentlich heute wurscht. Das ist ja eine banale Frage. Vielleicht würdest du was anderes gerne wissen wollen von ihm. Die Dinge, die mir mein Großvater als Rüstzeug auf meinen Lebensweg gegeben hat, die habe ich intus. Ich müsste jetzt nicht mit ihm kommunizieren, um zu wissen, wie es dort oben ist, wie es woanders ist. Der Tag wird kommen, wo ich es erleben werde. Würde dich mehr interessieren, was deine Organe so tun? Weil das ist, Petra, sagst du, also du kannst doch angeblich mit den Organen kommunizieren. Wie geht das bitte? Begonnen hat es mit der kraniosakralen Ausbildung. Ich habe Probanden gebraucht. Und ganz normal beginnt man halt mit der Arbeit. Und dann erscheint es mir wie dreidimensional oder ich sehe das halt ganz einfach und dann spricht das Organ mit mir. Hört sich jetzt vielleicht spooky an, es ist aber nicht das Organ selber, sondern es ist das, was in der Zelle gespeichert ist, was mit mir kommuniziert, weil für mich alles Energie ist. Ja, wir sind nicht nur Fleisch, Knochen, Sehnen, sondern wir sind auch etwas Ätherisches und dieses Ätherische hat es einfach gespeichert, inklusive mit den Erlebnissen im Unterbewusstsein. Und in das kann man sich mehr oder weniger einklinken. Ich sage Reading dazu. Okay, das waren Beispiele, die ich mir gemerkt habe aus den Vorbereitungen. Du hast bei einer Frau zum Beispiel gesehen, dass die Gebärmutter mit ihr gesprochen hat, bei einer anderen, dass die Brust mit ihr gesprochen hat. Und dann war das wirklich so, dass es große Probleme dann gab. Also die Gebärmutter musste, glaube ich, entfernt werden. Ja. Brustkrebs dann. Es ist halt so, in der Schulmedizin wird natürlich eine Diagnose gestellt, die darf ich natürlich nicht. Aber die Klienten sind oft in einem Wiggelwoggel, soll ich jetzt operieren, soll ich es nicht machen lassen, was kommt auf mich zu? Das dann? Und wenn sie dann bei mir sind, ist es so, wie es die Helga auch macht, eine Entscheidungshilfe, indem dass man da reinschaut, was ist da gespeichert, was ist die Ursache, was ist die Geschichte hinter einer Erkrankung.
und dann wird an der auch gearbeitet und die Klientin trifft dann aber freier eine Entscheidung. Was kostet es? Das Reading kostet 120. Es kann aber bis zu 3 Stunden und manches mal 3,5 Stunden auch dauern. Und bei der Helga eine Beratung? 52. 52? Mhm. Weil ich muss immer fragen, das ist ganz, ganz wichtig, was das kostet, weil das die Menschen natürlich wissen möchten. Es ist aber auch so, dass ich Leute einlade, wenn ich sehe das oder ich spüre es, wenn der jetzt wirklich Hilfe braucht, der kann sich das nicht leisten. Genau. Ich lade auch immer wieder Leute ein und biete meine Hilfe an, auch danach, jetzt, wenn man dass sie nicht alleine sind. Okay. Ich lasse niemanden allein. Mhm. Biete immer Hilfe an, auch danach. Petra, nur ernst muss ich dir noch fragen. Also du siehst jetzt, würdest du, wurscht welche Menschen du ansiehst, würdest du was spüren oder sehen? Wenn ich darf schon, ja. Was mich nämlich zu der Annahme führt, dass Menschen, die mit dir zu tun haben, mitunter wahrscheinlich ein bisschen panisch sind, weil ne, man sich denken kann, Jösses, ich mag mit dir gar nicht auf einen Kaffee gehen, weil dann sagt es mir vielleicht, schau auf deinen Magen und... Das war der Grund, warum ich dann Ausbildungen gemacht habe, weil ich das Steuern lernen wollte. Weil es ist nicht angenehm, wenn du mit Menschen zusammen bist, vor allem mit Menschen, die du gern hast, sei es Freunde, Partner, Kinder, und du siehst das dahinter. Das sind für mich ganze Geschichten, ganze Schicksale, die dahinter oft zum Lesen sind. Okay. Ja? Und ich habe dann erst im Nachhinein, also ich kriege das meistens auch über Traumvisionen, und dann erst habe ich mir mal angeschaut, wo kann ich ein Seminar besuchen, eine Ausbildung machen. Würdest du sagen, dass du Hausverstand hast? Denke ich schon, ja. Und du, Helga, auch? Ja, absolut. Manfred sagt, also was den Esoterikern fehlt, das ist der Hausverstand. Hier ist der Manfred. Wie, lieber Manfred, meinst du das mit den Esoterikern, denen der Hausverstand fehlt? Was ich glaube, ist, dass die jetzt bildlich gesprochen 2 Schalter im Kopf haben. Hausverstand, Esoterik. Und wenn ich einen einschalte, schalte ich den anderen aus. Beide gleichzeitig geht nicht. Wieso? Weil sich das widerspricht. Man bewegt sich da auf Ebenen, die mit Wissenschaft überhaupt nichts zu tun haben, die mit dem Hausverstand nichts zu tun haben und die meines Erachtens von der Angebotsseite eine Geschäftemacherei sind und von der Nachfrageseite eher ein großes Unglück. Die Leute suchen etwas und sie finden es nicht und sie suchen weiter und sie finden es noch immer nicht. Der Esoterikmarkt ist ein Milliardengeschäft. Und genau darin siehst du ein großes Problem, weil du sagst, nicht nur die Kleinen suchen Ratschläge den Sinn darin, sondern auch Große, sprich also die Manager von großen Konzernen, gehen mitunter zu Esoterikern. Und darin siehst du eine Gefahr. Darin sehe ich eine Gefahr. Es ist eine reine Ressourcenverschwendung. Das heißt, ich habe relativ viel in meiner Beratertätigkeit mit Leuten zu tun, wo ich merke, da stimmen die Abläufe nicht. Entschuldigung, da ist die darf ich kurz fragen? Ja? Was machst du denn beruflich? Unternehmensberatung. Unternehmensberatung? Ja. Mhm. Ich gehöre zu den Guten, ich mache keine Finanzberatung. Okay. da stimmen die Abläufe nicht, da sind die Prozesse nicht in Ordnung, da ist die Kalkulation daneben, da passen die Kompetenzen nicht zu den Funktionsbeschreibungen und so weiter. Und statt dass sie sich mit dem beschäftigen, gehen sie dann irgendeinen esoterischen Weg, der Ressourcen kostet, der Zeit kostet und der nichts bringt. Mhm. Und für mich das Gefährliche ist, dass man in der Esoterik irgendwann stecken bleibt, also sowohl Gefangener als auch Getriebener ist, nicht mehr rauskommt. Und das ist für mich etwas, was vermieden wird. Ja, aber wenn der Erfolg recht gibt, dann ist mir der Weg okay. Ja, das hat man. Dann ist mir der Weg okay. Ich möchte nicht wissen, wie viel die Esoterik speziell im Bereich der Medizin schon angerichtet hat. Groß gemacht werden immer die Erfolge. Das ist ein Erfolg, das hat funktioniert, das ist toll. Es gibt in jedem auf den einen Erfolg, wo 9 Misserfolge hinkommen, über die 9 Misserfolge redet keiner, das sind halt die Leichen auf dem Weg der Esoterik. Ja. Ne? Welche Menschen sind denn gefährdet für Kartenleger, Hellseher, Wahrsager? Je besser ein Mensch geerdet ist, unter Anführungszeichen, umso weniger gefährdet ist er. Das hat jetzt nichts mit Ausbildung, Intelligenz, Niveau, sonst was zu tun. Je besser er geerdet ist, umso gefestigter ist er. Aber manche Menschen wissen ja noch gar nicht, wie sie erden können, was sie überhaupt dazu brauchen. Jetzt wird es bei mir ganz, ganz gefährlich. Ich bin zufällig ehrenamtlich Kurator einer evangelischen Pfarrgemeinde. Ein guter Seelsorger kostet nichts
und leistet das Dreifache von einem Esoteriker. Esoteriker ist nicht gleich Esoteriker. Ja. Es gibt auch Esoteriker, die Seelenheilung machen, weil sie sich auf die Ursache konzentrieren, wo kommt was her, und damit aber auch mit der Seele kommunizieren und vielleicht sogar so mancher Esoteriker in einem früheren Leben Seelsorger war und diese Gabe ausleben kann. Und dann kann er genauso die Menschen begleiten. Und da brauche ich keinen Titel und da brauche ich auch keine Urkunde oder kein Diplom. Das ist das Wischiwaschi bei den Esoteriker. Nein, das nervt mich wirklich. Jeder darf alles, jeder kann alles. Es kommt darauf an, probiert es aus, vielleicht wird es funktionieren, vielleicht bleibt es auf der Strecke, habt ihr Pech gehabt, wahrscheinlich war der Glaube zu gering, was weiß ich. Wenn ich jemand gegenüber sitzt und der eine Kompetenz hat, dann möchte ich diese Kompetenz abgegrenzt wissen. Wenn ich einem Mediziner gegenüber sitzt, dann weiß ich, der hat Medizin studiert, heißt noch nicht, dass er ein guter Doktor ist, genau, aber das genau. Minimum hat er. Wenn ja, aber gerade bei einem, in der heutigen Medizin hast du ja leider sehr oft nur mehr eine Bekämpfung der jetzt stattfindenden Symptome. Du gehst ja heute nicht mehr in die Ursachen. Du weißt, der Kopfweh, kriegst du Schmerzpulver. Ob vielleicht die Wirbelsäule ist oder ob es vielleicht ein Schmerz ist, der irgendwo ausstrahlt. Das, die Zeit hat doch heute ein Mediziner leider kaum oder mehr. Oder was Seelisches dahinter steckt. Weil für das hat die Schulmedizin überhaupt keine Zeit. Bitte, da mal die Schulmedizin nicht so offen machen. Erstens ist die heute wesentlich offener, als sie früher war. Die natürlichen Heilmittel findet man in jeder Schulmedizin. In die Generika ganz bestimmt. Und oft ist es so, Manfred, dass Menschen, wenn sie wirklich gar nicht mehr können, wenn sie keinen Rat mehr haben, zu einem Esoteriker gehen, mitunter. Manche gehen auch gleich, weil sie daran glauben wollen. Aber woran auch Menschen, die nicht an Esoterik glauben, manchmal glauben, weil es dazu romantisch ist, sind Engeln. Helga, welche Rolle spielen Engeln in deinem Leben? Eine sehr große Rolle. Ich war schon als Kind immer ein bisschen anders. Sehr ruhig, sehr zurückgezogen, hatte nicht so viele Freunde, wurde auch sehr streng erzogen. Und mich haben einfach diese Wesen, Naturgeister oder Feen, Zwerge, war ich halt einfach immer sehr angetan. Ja, ja. Wie ein Märchen. Ja, wie ein Märchen. Ich zerfließe. Und dann war das 2012. Also kurz bevor ich mich da auf zweiter Schiene selbstständig gemacht habe. Ich war allein, meine Tochter war da schon ausgezogen. Und ich wurde in der Nacht geweckt. Und ich ging auf die Toilette, ging wieder zurück ins Bett und wollte wieder schlafen. Und auf einmal höre ich so in mir eine Stimme, schreibe. Das habe ich natürlich ignoriert, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein. Legen wir wieder hin und noch einmal schreibe verstärkt, ob es wieder ignoriert. Beim dritten Mal habe ich mich dann auf die Bettkante gesetzt und ich habe immer bei meinem Bett ein Schreibzeug und einen Zettel liegen, weil ich einfach Träume aufschreibe, das habe ich immer schon getan. Und so wie ich mich aufgesetzt habe, habe ich angefangen zu schreiben. Diese Informationen, die gekommen sind, waren nicht von meinem Ego, sondern ich habe einfach Sachen geschrieben, es hat einfach mein Vertrauen betroffen. Das Vertrauen in mich selbst, dass ich das einfach wieder stärken soll, dass ich aufhören soll zu zweifeln. Das waren einfach so immer wieder diese Botschaften, die gekommen sind. Wäre ja okay, Manfred, ne? Das wäre ja eigentlich okay. Ich habe nichts dagegen, aber es erinnert mich ein bisschen an Jakob Lorber, den sogenannten Schreibknecht Gottes, der 24 Bände geschrieben hat und alle 24 sind Schrott. Ne? Ich habe nur für mich geschrieben. Das ist gut. Nicht für die Außenwelt. Aber du hast das Gefühl gehabt, das bist nicht du, die nachdenkt, sondern du hast einfach geschrieben, als hätte jemand anderer in dir die Worte sozusagen nicht in den Mund gelegt, aber deine Hand geführt. Das ist sozusagen. Genau. Okay. Genau. Gut. Ja. Meine Lieben, wir werden gleich eine Frau kennenlernen, die behauptet, allein durch die Aura eines Menschen in die Zukunft schauen zu können oder die Zukunft erkennen zu können. Und ob sie die Skeptiker auf der Bühne überzeugen wird können, auch das werden wir sehen. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Weiß nicht, haben Sie heute die Zeitung gelesen und vielleicht das Horoskop angeschaut und ist alles bereits eingetroffen? Gut, der Tag ist ja noch nicht zu Ende.
Der Esoterik-Markt boomt. Viele Menschen suchen bei Wahrsagern, Kartenlegern, Heilern. Sie suchen sie auf, um Lösungen zu finden in ihrem Leben. Und wir fragen uns heute, ob das wirklich was bringt oder ob die Esoterik in Wirklichkeit nur eine Freiheit ist, diesen Unsinn zu glauben. Weil wir dürfen das ja. Ne? Wird uns ja nicht verboten, das zu glauben. Bei mir auf der Bühne sitzen Helga und Petra und Ursula und Manfred. Helga und Petra behaupten beide, helfen zu können. Helga, indem sie Menschen berät, bei wichtigen Entscheidungen ein bisschen hilft. Und die Petra sagt, sie kann mit Toten kommunizieren und mit den Organen auch sprechen. Ursula ist da eher skeptisch, aber sie sagt, wenn es hilft, dann ist es ihr eigentlich egal, wie man dazu kommt. Und der Manfred kann der Esoterik so gar nichts abgewinnen. Ich möchte gerne die Ursula fragen, es gibt wohl zwei Bereiche, die wissenschaftlich auch nicht abgeklärt sind, sage ich jetzt einmal, aber da sagst du, das hilft. Und das ist die Homöopathie und der Mond, der uns ja beeinflusst. Warum glaubst du daran? Das ist für mich gar keine Glaubensfrage. Der Mond, dass er hilft oder dass er existent ist, mit den Dingen sieht man an Ebbe und Flut. Die sind einfach vom Mond beeinflusst. Okay. Das sieht man. Mhm. Ja, das kann ich sogar messen, damit der Wissenschaftler auch glücklich ist. Stimmt, Manfred, ne? Ja, gut. Genehmigt. Dankeschön. Ja, ja. Und ein Professor Sauerbruch an der Charité hat bei Vollmond nicht operiert oder hat nur operiert, wenn es Geschwüre gegeben hat, damit die Dinge besser im Fluss sind. Das ist mir sehr einsichtig. Zusätzlich glaube ich, dass es durchaus Dinge gibt, die wir derzeit, ich sage bewusst derzeit, noch nicht messen oder wägen können, die aber trotzdem existent sind. Und die Homöopathie kann nicht nur mit dem Placebo-Effekt arbeiten, weil mein Hund hat die Homöopathie auch gern. Und der kriegt deswegen nicht mehr oder weniger Streicheleinheiten. Der weiß jetzt nicht, ob das Globuli ein Medikament ist aus der ganz normalen Humanmedizin oder Tiermedizin. Wird trotzdem nach wie vor gestritten. Also auch das ist ein Thema, haben wir schon oft hier diskutiert. Und es ist immer noch nicht wissenschaftlich bewiesen. Mhm. Aber wie du sagst, der Placebo-Effekt, wenn du sagst, das hilft mir, dann willst du auch daran glauben. Die Geschichte mit dem Mond ist insofern interessant für uns alle, weil jetzt der Stefan kommt, der sagt, nach der Fülle des Mondes sein Leben auszurichten, ist de facto nichts anderes als esoterischer Irrsinn. Herzlich willkommen, Stefan. Stefan, du bist Astrophysiker, du bist Wissenschaftler. Als Astrophysiker wirst du auch den Mond kennen. Und nun weiß man, er beeinflusst ja die Erde, es gibt Flut und Ebbe. Warum soll er dann nicht noch viele, viele andere Dinge beeinflussen? Wie zum Beispiel Haarwuchs oder wo man die Wäsche waschen soll und die Pflanzen, also die Bäume zurückschneiden soll etc. Und operieren vor allem. Ja, das wird sehr oft behauptet. Aber hast du schon mal Gezeiten in der Badewanne gesehen? Nein. Das heißt, der Mond hat auch auf den Menschen keinen Einfluss. Entschuldige, mein Badewasser drehe ich ab. Das Meer kann ich nicht abdrehen. Aber wir bestehen ja doch großteils aus Wasser, oder? Ja, ja, das und ist richtig, aber das ist ein Analogieschluss, der leider falsch ist. Sondern? Die Auswirkungen sind so winzig klein, das kann man völlig vernachlässigen. Also wenn eine Straßenbahn an dir vorbeifährt, dann hat das einen 10.000-fach größeren Effekt als der Mond auf dich. Das hat die Gezeiten, also Ebbe, Flut, ergibt sich nur aus dem, dass die Erde dreht, oder wie? Nein, das ist, also natürlich ist die Gezeitenkraft vom Mond und auch von der Sonne, ein Drittel kommt von der Sonne. Ja. Aber das sind extrem geringe Kräfte. Man sieht das am Meer nur... 11 Meter? Ist geringe Kraft? Bitte? 11 Meter Unterschied ist geringe Kraft? Also, wenn man die Beschleunigung ausrechnet, ist das wahnsinnig klein. Also ich habe auf dich eine ungefähr 70.000-fach größere Gezeitenkraft als der Mond auf sich. Das kann man ausrechnen. Welche Gefahr siehst du denn in der Esoterik? Warst du schon bei einem Kartenleger zum Beispiel? Nein. Na. Na? Vielleicht solltest du einmal hingehen. Wird dann gut, wenn ich komme.
habe ich nicht notwendig. Aber ja, wenn ich da zuhöre, ich meine, ja, das sind interessante, also das sind ja Lebenskrisen, ich kann das voll verstehen. Meine Wahrnehmung ist auch, dass typischerweise Leute, Menschen nach so traumatischen Erlebnissen in die Esoterik abgleiten, sage ich jetzt einmal. Und also man beobachtet das oft bei verschiedenen Menschen. Und ich verstehe das, dass da Hilfe nötig ist. Aber Esoterik bringt eigentlich nicht wirklich Hilfe. Also bei dir hätte ich gesagt, am besten wäre es gewesen, du wirst Mitglied in einem Verein, am besten in irgendeiner wohltätigen Organisation, wo du mit Menschen zu tun hast, Sozialkontakt. Hat mir die Zeit gefehlt. Ich war ja damals wenn du in einem großen Unternehmen, wirklich viel gearbeitet. Du musst ja die Zeit gehabt haben, zum Kartenleger und zum Astrologen zu gehen. Ja, am Wochenende. Aber das war eine Stunde. Also mich stört schon, dass dieser Begriff Esoterik so flächendeckend, das ist nicht alles. Ein Lebensberater ist letztendlich kein Esoteriker. Nein. Lebensberatung nicht. Ich lasse mich auch nicht so bezeichnen. Ich lasse mich auch nicht so bezeichnen als Esoteriker, sondern ich mache wirklich Lebensberatung. Und, aber was verwendest du dafür? Bitte? Was verwendest du dafür, wenn du Lebensberatung machst? Willst du Karten legen? Oder? Die Karten sind für mich ein Hilfsmittel. Mhm. Ja. Also wenn du Lebensberatung machst und den Menschen zuhörst und denen vielleicht Entscheidungshilfen gibst, dann ist das gut. Aber die Karten, die du legst, das ist einfach ein Hilfsmittel. Ja, aber das ist keine Grundlage, die wirklich hilft in dem. Also die Menschen, die zu mir kommen, das ist eine große Hilfe. Und ich habe da wirklich sehr, sehr positive Feedbacks. Das kann gut sein. Das sind sicher auch Leute, so wie du warst, Menschen in einer Krisensituation, genau, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Ja. Aber Karten legen bringt da gar nichts. Wenn es dem hilft, ich bestreite nicht, dass das den Leuten hilft. Dann ist das Zuhören, die Aufmerksamkeit alleine ist extrem wichtig. das hilft den Leuten zweifellos. Wir brauchen alle Aufmerksamkeit, also wie ein bisschen Brot. Wieso dann auch nicht mit Karten? Karten sind Symbole, haben Farben und können. Ja, aber sie haben eine eigene Sprache. Und ich kann den Menschen helfen, etwas ins Bewusstsein zu bringen. Darf ich vielleicht ausreden? Ja. Kann damit aber mit den Karten, so wie sie da liegen, etwas ins Bewusstsein bringen, was tief in ihm drinnen ist und er dann auf seiner Ratio-Ebene etwas hochkommt, was ihm aber weiterhilft. Genau, die Bildersprache. Ich glaube, dass das was wirklich weiterhilft und das, was dann aus dem Unterbewusstsein oder wo auch immer hervorkommt, das ist das, worüber man spricht, die Lebensumstände, Beziehungen, die man hat. Ja. Das hilft demjenigen, der Hilfe sucht. Sind die Esoteriker, also sind die Menschen, die Esoteriker aufsuchen, eher Frauen oder eher Männer? Es sind eher Frauen, ja. Also, beide. Das ist, mittlerweile suchen auch Männer. Ja. Also, meine, sprich aus Erfahrung. Meine Beobachtung ist, dass das hauptsächlich Frauen sind. Ja. Und die Gurus, das sind eher Männer. Also, wenn man so schaut, wer. Ja, es ist ein bisschen wie in der Religion. Ja. Ich meine, in der Kirche, zumindest bei den Katholen, steht vorhin der Pfarrer und nicht die Pfarrerin oder wie auch immer. Okay. Und in der Esoterik stehen auch vorne im Rampenlicht die Männer. Mhm. Die Herren der Schöpfung und die Frauen gehören eben eher zu den Gläubigen. Das ist der Jason. Jason, was machst du denn beruflich? Ich bin gelernter Kfz-Mechatroniker. Ich arbeite auch als Kfzler. Was ich hobbymäßig mache, ist, nicht offiziell, weil ich mache das tatsächlich nur für Freunde oder wenn man mich wirklich um Rat bittet, dann helfe ich. Jedoch, ich würde das als Esoterik bezeichnen, weil ich gehe auf den Spiegel ein. Der Spiegel ist das, was ich ausstrahle, das bin ich selbst. So, das heißt, wenn mein Auto kaputt ist, kann ich erkennen, okay, was ist genau am Auto kaputt und kann dadurch durch den Spiegel herausfinden, okay, was fehlt mir jetzt persönlich? Ich finde das sehr interessant. Kannst du das nochmal wiederholen? Ja. Ich habe das nicht verstanden. Ja, ja. Vielleicht ein praktisches Beispiel. Man kommt mit einem kaputten Auto, mit einem zerstörten oder was auch immer, defekten Auto zu dir. Dann würdest du aufgrund des Autos und der Persönlichkeit des Menschen sehen,
Aufgrund des Autos kann ich den Spiegel herausfinden. Aufgrund nicht den Rückspiegel, sondern den Spiegel des Menschen. Nein, den Spiegel des Menschen. Also den energetischen Spiegel sozusagen. Den energetischen Spiegel, Stefan. Das ist eine interessante Verbindung zwischen Esoterik und Technik. Aber ja, jetzt lassen wir weiterreden. So, das ist lediglich nur ein Beispiel. Ja. Mein Hauptthema ist das Auto, aufgrund dessen, weil ich gelernter Kfz-ler bin. Das heißt, ich kenne wirklich jedes einzelne Bauteil eines Fahrzeugs und weiß, wie die Funktion ist. Man kann es auf einen Menschen übertragen, aufgrund dessen, weil wenn jetzt zum Beispiel deine Windschutzscheibe beschlägt, die Wischer gehen an und es verschmiert. Das heißt für dich im Spiegel, dass du etwas nicht sehen willst. In deiner unmittelbaren Zukunft ist etwas, was du nicht anerkennen willst, was du nicht akzeptieren willst. So, ich heile dich dadurch nicht, sondern ich gebe dir nur einen Wegweiser und sage, du könntest darauf hinschauen, du könntest sehen, wo du in deinem Leben dein Glück finden kannst. Aber Jason, braucht man dazu ein Auto oder würdest du das auch sehen, wenn man mit dem Radl daherkommt oder wenn man zu Fuß zu dir kommt? Nein, also siehst du den Spiegel auch so? Das funktioniert überall. Du hast auch gesehen bei deiner letzten Freundin, dass da etwas kommen wird. Also ihr habt euch hier ganz gut verstanden und du hast aber was gesehen? Ich habe aufgrund der Logik und aufgrund meiner Beobachtungsgabe habe ich halt sehr schnell herausgefunden, dass unsere Beziehung ins Ausläuft. Und ich habe ihr, so wie es ist, habe ich halt gesagt, du wirst mich betrügen. So, es ist noch nicht passiert, aber ich kann schon sehen, du wirst mich auf jeden Fall betrügen. Das war jetzt aber keine Eingebung oder sowas, sondern das war wirklich... Gespürt. Na, das habe ich wahrgenommen, aufgrund dessen, weil ich habe meine Umwelt beobachtet. Ich habe gesehen, ich habe sozusagen die Tatsachen aufgedeckt und habe gesagt, du, so wie das jetzt läuft, es ist ziemlich eindeutig, du kannst nichts anderes, außer mich zu betrügen. Du aber das ist ja self-fulfilling prophecy. Ja. Selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, genau. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass es einem passiert, ist groß. Aber der Unterschied zu anderen jungen Menschen ist, dass du sensibel bist, dass du irgendwie doch eine Gabe hast, sagst du auch, die du woher hast? Woher hast du diesen Zugang zu Esoterik und zu dem Ganzen? Also ich habe recht früh gelernt, die Menschheit bzw. mein Umfeld extrem gut zu beobachten. So zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt irgendwo reingehe in einen Raum, dann weiß ich ganz genau, wo die ganzen Ausgänge sind oder ob die Leute um mich herum mich akzeptieren oder absolut gegen mich sind. Und auch die Mama hat da wahrscheinlich einiges beigebracht, nicht? Oder die Gabe mitgegeben, sage ich jetzt einmal. Ja, sie hat Karten gelegt, sie hat Rituale gemacht, sie hat Jenseitsbegegnungen gemacht. Jason, du könntest mit deiner Gabe theoretisch auch Geld machen. Könnte ich, ja. Ja? Würdest du es tun? Erst wenn ich die ganzen Ausbildungen hinter mir habe. Die Mama kann bereits davon leben. Holen wir sie mal dazu. Die Frau, die die Aura des Menschen sieht und liest und dadurch auch die Zukunft voraussagen kann. Hier ist die Stanja. Du sagst, du kannst die Zukunft voraussagen oder siehst die Aura des Menschen. Das ist etwas, was du, Stanja, behauptest. Aber kann man das wirklich? Man kann das lernen. Das geht relativ schnell. Ich habe das selber auch gelernt. Auch ich habe geglaubt, wo ich ja meine Meisterin im Grunde gefunden habe, dass ich bin. Später, als ich das selber trainiert habe, konnte ich eben Aura sehen. Und das verändert sich also sekundenmäßig, also je nachdem, wie wir individuell in uns emotional aufgestellt sind. Genau. Und hilft dann, also je nach Farbe, dass du sagen kannst, ja, deine Zukunft ist gut oder nicht gut oder pass auf, oder wie? Na, ich gehe nicht so auf die Zukunft. Also die Zukunft ist immer Resultat von der Vergangenheit und Gegenwart. Ja? Mhm. Also ich würde mich über die Aura nicht wirklich trauen, gleich irgendetwas über Zukunft erzählen. Das ist ja, die ändert sich ja immer. Die ändert sich andauernd, das ist richtig. So, die Farben haben natürlich mit unseren Chakren sehr viel zu tun. Und darf ich dich mal ganz kurz fragen, bist du Single? Nein. Nur mal Frage. Bin ich nicht? Nein. Nee? Okay. Warum fragst du? Das, weil ihr auf mich eine Einsamkeit ausstrahlt.
Stefan. Es gibt Männer, die das behaupten müssen, ja, oder möchten. Und, also ich war mit ihm und seiner Freundin oder Frau im gleichen Raum. Da ist keine Einsamkeit. Nein, ich wollte ihm nur bestätigen, dass... Okay. Na, aber bist du leider daneben gelegen? Tut mir leid. Kann sein. Gut. Ich kann mich auch täuschen. Das sind lauter Allgemeinplätze, die du da... Ja, sicher. Das ist ja also, auch ist in der Kartenlegung so. Mhm. Das ist richtig. Also das ist allgemeine Informationen dienen dazu, dass denn zum Beispiel Kartenleger, Wahrsager, ja, es geht im Grunde nur Meinung wahrzunehmen und wahrzugeben. Ja? Das heißt zum Beispiel... es gibt wirklich sehr viele Menschen, die mich anrufen, wenn alle Stricke reißen, wenn gar nichts mehr geht. Ja, ich habe schon oft genug erlebt, dass mir auch die Leute sagen, du Stanja, wenn du mich nicht hilfst, dann. Ja? Was dann? Jo, wenn alle Stricke reißen, hänge ich mich auf. Genau so. Ja, wirklich. Mich würde interessieren, was du für Ausbildungen hast. Ihr habt's bei also ich habe Mentalcoaching, ESP, also energetisch spirituell. Mentalcoaching, ich habe Aura-Analyse, ich habe Chakren gelernt, Heiler. Allerdings Heiler ist nicht so ganz meins, weil ich der Meinung bin, darf ich reden? Mhm. Dankeschön. Weil ich der Meinung bin, so wie es bei mir war, ja, also niemand kann mich heilen, nur ich selbst. Ja? Ich habe in mir Aktivität, ja, die ich ja selber mit meiner Willensstärke, mit meiner Willenskraft, ja, kann ich jegliche momentane Schicksal verändern. Aber du hast schon als Kind, Stanja, ja, diese Gabe, sagst du, gehabt. Wie hat man das bemerkt? Wie haben das deine Eltern, deine Familie, wie hat man das bemerkt? Ich habe ja oft einmal seltsame Träume gehabt. Ich habe sie meiner Mutter erzählt. Und als Kind jetzt, als kleines Kind? Ja. Also in dem Alter von 5 bis 7 Jahren, okay, ungefähr. Und immer, wenn ich etwas geträumt habe und das meiner Mutter erzählt habe, hat das nicht lange gedauert, so 7 Tage bis zu 4 Wochen maximal. Und das ist eingetroffen? Hat sich das eine oder andere wirklich erfüllt. Aber gab es in der Familie jemanden, der auch so war? Ja, meine Oma. Deine Oma hat dich schon sehr geprägt, gell? Extrem. Und was hat sie dir mitgegeben, als sie gestorben ist? Also meine Oma hat mir ihre einzige Erbschaft, also mir als einzigen ihre Enkelkinder, hat sie mir eben ein Packel Karten gegeben. Und da hat sie gesagt, Stanja, ich habe nicht viel, was ich geben kann, aber wenn du die Karten lernst und mit Aufrichtigkeit und Liebe, ja, den Menschen hilfst, dann wirst du nie Hunger haben. Mhm. Also die werden dich ernähren. Und das sind keine Schnapskarten zum Nein. Aber man könnte auch Schnapskarten. Ja? Ja. Ich habe ja zum Beispiel, das war ja auch das letzte Mal, wo ich ja auf diese Art die Karten gelegt habe, also nach meiner Oma-Art. Da habe ich ja damals als Spaß neben Wein und ja, mit meiner Schwester, komm, zeig mal, was die Oma gezeigt hat, weil unter Familie machen wir das ja nicht. Ne? Aber ich habe es damals gemacht bei meinem Schwager, weil er war auch so Riesenskeptiker. Und ja, und dann kam ja natürlich eine ganz negative Karte, also Krankheit und Tod. Und da ich ja 2 Gläser mehr getrunken habe, ich habe ja natürlich die Wahrheit gesagt, weil ich das ja gesehen habe. Selber habe ich nicht wirklich dran geglaubt, aber immer von einem Jahr war er dann weg. Ja. Stanja, was verlangst du für Kartenlegen? Das müssen wir immer klären. Für Kartenlegung, egal wie lange sie dauert, also sie geht zwischen 60 Minuten, also bis zu 2 Stunden 53 Euro. Okay. Gut. Darf man nicht vergessen, Steuern. Ja, wir haben ja einiges an Abgaben, ja, und davon wird ja auch noch mein Lohn bezahlt, weil ich ja eingestellt bin. Also daher ist das nicht wirklich viel. Mehr als 3 kann ich nicht machen. Es ist nicht möglich. Eine Frage muss ich noch stellen. Kennst du Esoteriker, die anderen belügen? Also kennst du Gottes Willen. Ja. Wurde mir auch mal gesagt. Du sagst, dass er da irgendwo Fleck hat, damit ihr ihn... Na, danke. Ja. Na, da habe ich mich sofort cut. Also mit sowas will ich nichts zu tun haben. Ich arbeite ausschließlich sehr individuell, sehr intensiv und intuitiv. Also ich höre auf mein Bauchgefühl. Das heißt Solarplexus.
Ja, Sonnengeflecht. Wie kann jetzt dein Kunde unterscheiden, einen ehrlichen Esoteriker? Indem, dass er ein paar probiert. Also er hat ja seine eigene Meinung. Also er kann bei mir sein, er kann sagen, okay, Stanja, das war nicht so ganz, aber ist mir noch nicht passiert, Gott sei Dank. Jetzt habe ich es gerufen, oh, noch ist nicht gut, Chris, bitte, das ist ja dieser Wort. So. Ja, das ist ja, wir, durch die Worte, durch unsere Tun, wie wir uns bewegen, wie wir denken, wir strahlen etwas aus. Und genau das heißt Resonanzgesetz. Was wir ausstrahlen, bekommen wir wieder zurück. Ja? Aber kann das kann doch jeder spielen. Ja, natürlich. Du wärst super Kartenleger. Du wärst mega, wenn du magst. Aber wie würdest du erkennen, ob ich ehrlich bin oder unehrlich? Jeder Mensch ist ehrlich und unehrlich. Wir sind alle Lügner. Alle durch die Reihe weg. Nur ich stehe manchmal dazu. Ja, sicher. Aber wie kann ich bin Zigeunerin, Zigeunerin, lügen. Ja. Nur eben bei Kartenlegen. Ne? Weißt du, wenn ich ja mit jemandem arbeite, dann geht das nicht mit Lüge. Ich sage ja auch pro Kartenlegung, schau, ich deute die Bilder. Aber ich bin ja nicht nur mit Karten beschäftigt. Ja? Also, wie kann das jetzt der Kunde wirklich erkennen, ob ganz du einfach, schau lügst mal, oder die Wahrheit eine sagst, Karte oder? Hat drei, mindestens drei Posten. Ohne jetzt Wolke. Lass mich ausreden, sondern, wenn dich das interessiert, ob ja. Das du zuhören. Also hat mir meine Oma gesagt. Du hast ja, eine Weile gesprochen, nicht, aber ja, wir hören aber ich habe ja auch, deswegen bin ich ja auch hier, damit ich rede, weißt du? Aber wenn sie noch weiter redet, kriege ich einen intellektuellen Brechreiz. Muss ich ehrlich sagen. Manu, Manu, bitte. Katastrophe. Ja, bitte, egal schon, das ist warum, so ein Quatsch. Darf ich bitte fragen, warum du so einen Brechreiz wolltest du nur auf mein... Nein, es gibt für mich zwei große, ich würde darüber lachen, würde ich sagen, okay, es gibt zwei große Gefahren meines Erachtens, die ich cool. Das erste ist, Leute, denen es dreckig gegangen ist, Entschuldigung. Ja, mir aber das, auch, ich war ja, ständig begraben. Die glauben dann, auf Moment, dieser Moment. Ebene helfen zu können. Das ist so, als wenn ich zu einem Arzt gehe, der operiert mir den Krebs weg. Und dann gehe ich Krebs operieren, weil ich das mitgemacht habe. Bevor du kotzt. Nein, jetzt werde ich fertig und der zweite, du hast lang genug geredet. Und nein, der zweite Punkt, ich möchte ja nicht, dass es dir schlecht geht. Der zweite Punkt ist, selbst wenn die Esoterik da oder dort funktionieren sollte, sie macht den Menschen als Ganzes zum Sklaven der Esoterik. Das ist Schrott. Aha, Finger weg von dem Schrott. So. Okay. Ich bin fertig. Und deswegen sitze ich jetzt beim Dr. Martin Fehlinger, weil die Frage ist natürlich, ob die Esoterik auch zur Sucht werden kann, wann man gefährdet ist und auch, ob es respektable Angebote gibt auf dem Esoterikmarkt. So wie die Ursula gesagt hat, kann nicht alles schlecht sein. Zum ersten Teil, Esoterik und Sucht. Selbstverständlich hat Esoterik ein Suchtpotenzial. Wir haben da gesehen, welche anscheinend ganz außergewöhnlichen Fähigkeiten hier da sind. Wir können mit Organen sprechen und wir können die Zukunft sehen und wir können bei irgendwelchen Autos etwas erkennen. Ich kenne mich nicht mehr aus. Aber all das macht uns elitär und wir können etwas erkennen, ja, was wir ohne der Esoterik nicht können. Das ist ein Suchtpotenzial. Das Zweite ist, die Esoterik nimmt immer wieder für sich heraus, erstens Behauptungen aufzustellen, sich aber dann im gleichen Atemzug von der Wissenschaft loszusagen und zu sagen, die Wissenschaft ist böse, wir wollen das auf unsere Art und Weise beweisen. Und es gibt einen einzigen Beweis in der Esoterik, das ist die sogenannte Anekdote. Ich habe gehört, ich habe selber ausprobiert, bei mir hat es funktioniert. Es sind Einzelgeschichten. Und die Wissenschaft geht darüber hinaus und sagt, bei Einzelgeschichten können Fehler passieren. Wir wissen alle, wir haben etwas probiert und das hat vielleicht so und so funktioniert. Da rede ich jetzt gar nicht von der Esoterik, sondern von allen möglichen Dingen. Und da können wir vielleicht uns selber beeinflusst haben oder die Umstände waren es oder die Situation. Und die Wissenschaft geht darüber hinaus und sagt, wir schauen uns einmal mehrere, viele Einzelsituationen an und schauen, gibt es da einen roten Faden? So, einerseits wird diese Vorgehensweise komplett von der Esoterik abgelehnt. Auf der anderen Seite ist es die einzige Möglichkeit, um sich ein bisschen davon zu lösen, es rein bei der Behauptung zu lassen. Und ich meine, wenn ich da jetzt, ich muss was dazu sagen, das schaffe ich sonst nicht. Jemand, der behauptet, dass er energetisch heilen kann, mit Zellen sprechen kann, hier Krankheiten sehen kann, das halte ich, und das muss ich wirklich zum Schutz auch von anderen sagen, das halte ich für absolut gefährlich. Hier geht es in den medizinischen Bereich hinein und die Mediziner werden da immer so verteufelt. Die haben immerhin 7 Jahre studiert. Mag sein, dass es überall dort und da gute und schlechte gibt, aber in dem Moment, wo man massive Bauchkrämpfe hat
und sich der Bauch aufbläht oder andere Symptome zeigen, dann gehen wahrscheinlich 99,9% der Menschen ins Spital und sind froh, dass sie dort einen Chirurgen haben, der 7 Jahre studiert hat und nicht einfach sich irgendwas ausgedacht hat und dann diesen Blinddarm auch herausschneiden. Und deswegen denke ich, es ist wichtig, dass wir die Wissenschaft haben und nur Behauptungen allein sind zu wenig. Kann Esoterik auch helfen? Also bei der Helga war es ja so, ne, die hat vieles ausprobiert und letztendlich hat sie dann ihren Weg gefunden. Und es tut ja manchmal auch nicht weh. Ja. Das ist ja manchmal auch lustig, ne? Karten legen, haha. Esoterik kann helfen, Barbara. Ja. Aber ich würde nicht sagen, dass es die Methode ist. Es ist nicht das Kartenlegen oder es ist nicht die Astrologie oder es sind nicht die Mittel. Es ist die Art und Weise, dass jemand, der Hilfe sucht, auf einen Menschen trifft, der ihn ernst nimmt, der mit ihm spricht und, wie es die Helga auch gesagt hat, der ihm auch vielleicht den einen oder anderen Rat gibt. Die Helga hat gesagt, lies das Buch. Ja, das können natürlich Möglichkeiten sein. Problematisch wird es dann, wenn jemand sagt, ich weiß es. Dann wird es gefährlich, wenn es ein Rat ist oder ein Beraten ist, vor allem, wenn positive Dinge gesagt werden. Ich kenne auch genug Beispiele, wo Negatives, Gefährliches gesagt wird, wo Angst gemacht wird, wo ein Tod vorhergesagt wird. Das ist abzulehnen. Wenn es was Positives ist, dann kann es auch helfen. Das gute Glauben. Dankeschön, lieber Dr. Gerne. Martin Fehlinger. Ich habe einen schönen Satz gefunden vom großartigen Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry. Wissen Sie, er hat den kleinen Prinzen geschrieben. Der hat mal gesagt, auch wenn Sie nicht in die Zukunft schauen können, sehr wohl können Sie den Grund für etwas Zukünftiges legen, denn Zukunft kann man bauen. Ist doch schön, gell? Danke fürs Zuschauen. Servus. Sie sind in die Fänge eines Gurus oder einer Sekte geraten und deshalb sagen Sie, der Glaube hat mich ins Unglück gestürzt. Helfen Sie auch anderen dabei, indem Sie Ihre Geschichte erzählen. 0900 91 00 98.